Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Schäffer Automobile. Mein Name ist Sven-Erik Schäffer und ich darf Sie heute aus dem Cockpit von einem Golf 8 2 Liter TDI 150 PS Style begrüßen. Warum sind wir heute im Auto anstatt außen am Auto? Weil wir uns gedacht haben, hier im Golf 8 ist das neue Info-Entertainment-System von VW verbaut, was doch noch hier und da einige Fragen aufwirft. Ich hatte es gerade letztens, als unser Kollege aus der Aufbereitung das Datum und die Uhrzeit einstellen wollte. Sven, du musst mir helfen. Ich weiß gar nicht, wie das hier funktioniert. Ihr hattet doch mal den ID3 als Vorführwagen. Da war doch das gleiche Info-Entertainment-System drin. Kannst du mir da vielleicht helfen? Und das haben wir zum Anlass genommen, Ihnen auch einfach mal zu zeigen, wie das hier drin so zur Sache geht. Ich würde sagen, wir schwenken einfach mal direkt rüber auf das Lenkrad und auf das TFT-Display. Wie gesagt, wir haben hier schon das neue Lenkrad drin verbaut, auch das neue TFT-Display. Anordnung der Knöpfe ist im Prinzip gleich geblieben. Auf der rechten Seite haben wir nach wie vor die Knöpfe, um das TFT-Display vorne zu bedienen. Links haben wir Spurhalteassistent, Tempomat, Geschwindigkeitsbegrenzer und laut und leise fürs Radio. Was hier natürlich gut zu erklären ist, denke ich mal als erstes, was der Unterschied zwischen dem View-Knopf und was der Unterschied zwischen den beiden Menüknöpfen hier oben. Mit View ändere ich meine komplette Ansicht. Das heißt, hier zum Beispiel bin ich jetzt bei den Assistenten, könnte dann halt über die Pfeiltaste nach oben und nach unten mir meinen Lane Assist einschalten, mein Abstandstempomat, mein Begrenzer. Wir haben hier sogar einen Totwinkelassistent und einen Auspackassistent mit dabei. Die sind jetzt hier alle aktiviert. Die könnte ich jetzt halt dementsprechend deaktivieren. Wenn ich jetzt nochmal zurück auf View gehe, bin ich wieder in einem anderen Display. Also ich kann mir hier, wie gesagt, verschiedene Konfigurationen hervorholen und bin dann hier beim klassischen. Die Menütasten links und rechts neben dem OK sind dafür da, die Einstellung innerhalb der Tachoanzeige zu verändern. Ich kann keine Anzeige haben, so wie jetzt. Ich kann mir die Fahrzeit oder die Fahrtstrecke anzeigen lassen, die Durchschnittsgeschwindigkeit oder die Navigation. Wenn ich jetzt hier auf OK drücke, sehen Sie hier, Zielführung ist nicht aktiv. Wenn ich jetzt eine Zielführung hätte, würden mir da Wegpfeile angezeigt werden. Wenn ich jetzt auf die andere Seite der Menütaste drücke, sehen Sie, ich kann mir einstellen, was hier links auf dem Bildschirmrand angezeigt wird. Auch hier kann ich wieder die gleichen Sachen einstellen wie auf der rechten Seite. Ich entscheide mich jetzt hier für die Assistenten und sehe jetzt hier zum Beispiel den Abstandstempomaten direkt. Wie gesagt, das Ganze bleibt bestehen, wenn ich jetzt den View verändere. Sie sehen weiterhin hier die Assistenten, hier unsere Zielführung. Das denke ich mal erstmal soweit zur Grundeinstellung des TFT-Displays. Jetzt würde ich sagen, gehen wir einfach mal direkt rüber auf den Hauptdisplay, wo man die Navigation mit bedient, die Fahrzeugeinstellung mit bedient, das Telefon, App Connect und so diese ganzen klassischen Sachen des Mitteldisplays. Wie schon bereits erwähnt, ist das gleiche System wie im ID3. Also für alle Zuschauer, die unser ID3-Video gesehen haben, werden jetzt hier die ein oder andere Parallele wiederfinden. Auch hier haben wir unten erstmal die Touch-Buttons für die Temperatur. Ich habe kälter, wärmer. Das gleiche natürlich für den Beifahrer und in der Mitte die Touchbar für die Lautstärke. Ich kann durch Drücken links oder rechts, beziehungsweise Tippen links oder rechts die Lautstärke verändern oder durch Wischen. Dann haben wir hier so ein bisschen wie bei einem Smartphone das Prinzip, dass wir einmal die einzelnen Apps haben oder Applikationen, womit ich jetzt hier mich beschäftigen kann. Und links haben wir immer unseren Home-Button. Das heißt, ich drücke auf den Home-Button, ich komme immer wieder zurück zu meinem Home-Display, wo hier links das Navigationssystem zu sehen ist, rechts die Radiostation oder meine Medien, wenn ich jetzt per Bluetooth mein Smartphone verbinde. Unten komme ich im Quick-Menü zum Fahrzeug. Was ist das Fahrzeugmenü? Hier kann ich mir den Status des Fahrzeugs anschauen. Start-Stop-Automatik, Einschalten, Ausschalten. Ich kann gucken, ob irgendwelche Fehlermeldungen da sind.
wie bei uns jetzt hier zum Beispiel, dass wir tanken sollen. Ich kann mir die Service-Historie aufrufen oder ich kann weitere Einstellungen vornehmen, wie zum Beispiel das Fahrlicht konfigurieren, die Spiegel konfigurieren, sollen sie anklappen beim Verriegeln, sollen sie nicht anklappen beim Verriegeln, wie lange soll das Licht des Fahrzeuges leuchten, nachdem ich verriegelt habe oder wenn ich auf das Fahrzeug zugehe. Die gleichen Einstellungsmöglichkeiten habe ich natürlich nochmal für das Cockpit. Innenlicht ist hell-dunkel. Wenn Sie sich fragen, ich habe doch aber auch die Option, die Farbe zu verändern, das ist richtig. Das ist hier aber wieder über unser Menü direkt eine eigene Applikation. Wir haben hier das sogenannte Ambiente-Licht-Icon. Da können wir drauf gehen und da haben wir dann unsere verschiedenen Farben. Wie Sie sehen, auch hier haben wir wie im Tiguan, was ist das Video, was wir letzte Woche rausgebracht haben, die Gestensteuerung, womit wir, ohne das Display zu berühren, so ein bisschen hier durchswipen können. Was ich ein bisschen umständlich finde, muss ich ganz ehrlich sagen, ist die Bedienung der Sitzheizung. Sie sehen ja hier vielleicht schon die Applikation für die Sitzheizung. Sie müssen immer erst hier draufklicken, um ins Klimamenü zu kommen und dann über das Klimamenü die Sitzheizung aktivieren bzw. deaktivieren. Ich fand es einfacher, wenn man hier unten noch einen Button hatte, da musste man nicht erst durch 5000 Menüs klicken. Aber gut, das ist jetzt halt Stand der Technik. Auch hier haben wir wie im ID3 unser Smart Climate. Das heißt, jetzt wie heute zum Beispiel bei den 33 Grad Außentemperatur können wir hier ganz schnell unsere Füße kühlen, frische Luft uns hier reinpusten lassen oder im Winter Füße wärmen, Hände wärmen bzw. die Scheibe freimachen. Hände wärmen, wie funktioniert das? Wir haben hier im Fahrzeug eine Lenkradheizung mit dabei, die dann hierüber zu aktivieren ist oder über einen Knopf am Lenkrad. Weitere Features, die wir hier haben, sind natürlich App Connect, Apple CarPlay, Android Auto, damit Sie Google Maps, Waze, Spotify, Amazon Music, alle Applikationen, die Sie kennen und wertschätzen, von Ihrem Smartphone hierüber bedienen können, damit die Polizei Sie nicht erwischen kann mit Ihrem Smartphone in der Hand. Genau, wie gesagt, Navigation haben wir hier nochmal die große Karte mit dabei. Hierüber würden Sie die Zielführung starten. Oder natürlich über die Sprachsteuerung, die hier natürlich auch mit verbaut ist. Ich denke mal, den Rest brauchen wir jetzt so erstmal nicht zu erklären. Hier haben wir nochmal die Assistenten mit dabei, wo wir sehen, was hat das Fahrzeug alles. Verkehrszeichenerkennung ist mit dabei, Abstandstempomat, Notbremsassistent, wir haben den Totwinkelassistenten und die Müdigkeitserkennung. Wie gesagt, ich komme immer über den Home-Button wieder zurück, dahin, wo ich vorher war. Oder wenn ich ihn halt zweimal drücke, in das komplette Home-Menü. Telefon natürlich mit dabei, Bluetooth, Medien und induktive Ladeschale. Vielleicht können wir da einmal draufhalten, die ist direkt hier unten mit verbaut in der neuen Mittelkonsole. Wir haben ja hier einen 2 Liter TDI DSG, das heißt, wir haben hier den neuen Automatikschalter, findet man jetzt mittlerweile auch im 992 und in allen anderen VW oder VAG Autos. Skoda ist mit dabei. Und jetzt halt auch im neuen Golf. Relativ schlicht und simpel gehalten. Manche mögen es, manche mögen es nicht. Wir haben hier oben unseren Startknopf für das Fahrzeug. Wir haben hier das große Keyless-System mit dabei. Parken ist drücken. Rückwärts neutral. Drive ist halt jeweils nach oben drücken, nach unten ziehen. Parkbremse ist mit dabei. Und die Auto-Hold-Funktion. Gut, hier, was man hier reinlegen soll, weiß ich nicht wirklich. Aber sie haben sich gedacht, komm, eine kleine Ablagefunktion geben wir noch mit dabei. Hier oben drüber haben wir auch nochmal die drei Quick-Button. Wir können also relativ schnell aufs Parkmenü kommen. Wie Sie hier oben sehen, Einparkhilfe Parkassistent. Wir haben hier einen Parklenkassistenten mit dabei. Normalerweise kennt man es aus den anderen Autos, aus dem Tiguan, dass der Knopf für die Parklenkassistenz mit am Wahlhebel ist für die Automatik. Hier ist es halt so, Sie müssen immer erst aufs Parkmenü und das dann hier über den großen Display bestätigen. Auch hier, ich finde es ein bisschen umständlicher, aber gut, so ist es halt. Rückfahrkamera ist hier natürlich mit dabei bei dem Auto und ein weiteres Highlight, was ich finde, hier in diesem Fahrzeug im Interieur sind die Ergo-Active-Sitze. Wir haben hier Stoff und Alcantara mit dabei, Sitzheizung ist natürlich mit dabei und auf der Fahrerseite sind die Sitze elektrisch. Ich habe einen Ergo-Active-Sitz mit elektrisch verstellbarer Lordosenstütze, ich habe Memory-Funktion und mein ganzer Sitz ist generell elektrisch verstellbar. Ich denke mal, das erstmal soweit aus dem Innenraum. Wie gesagt, wenn Fragen da sind,
gerne in die Kommentare damit. Wir werden die beantworten. Oder wenn Sie sagen, wir brauchen nochmal ein extra Video, wo alle Feinheiten wirklich erklärt werden, lassen Sie uns das gerne wissen. Dann machen wir nochmal ein Video, wo wir da nochmal viel, viel weiter in die Tiefe reingehen. Ich denke, das erstmal soweit von hier drin. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal draußen, gucken uns in der doch sehr heißen Sonne erstmal das wunderschöne Atlantic Blau Metallic an, was in der Sonne echt super, super schön aussieht und echt leuchtet. Wir machen das Fahrzeug hier mal aus. Wir haben ein bisschen die Klimaanlage laufen lassen, die wirklich gut funktioniert. Kälte ist echt top. Wie gesagt, ein bisschen umständlich mit der Bedienung, aber das ist dann im Endeffekt auch Gewöhnungssache. So, ich habe hier sogar, dass mein Sitz, sobald ich die Tür öffne, zurückfährt, dass ich besser aussteigen kann. Wie gesagt, ist mit dem Memory-Sitz oder elektrischen Sitzpaket verbunden. Muss man sich dran gewöhnen, aber eigentlich echt cool. So stoße ich mir nicht das Knie am Lenkrad und beim Einsteigen habe ich ein bisschen mehr Platz. So, draußen angekommen möchte ich, wie schon angesprochen, natürlich als erstes auf die Farbe eingehen. Ich hoffe, man sieht das in der Kamera. Fahrzeug wurde heute Morgen nochmal gewaschen, steht kurz vor der Auslieferung an den Kunden. Fahrzeug ist natürlich trotzdem weiterhin vorbestellt. Das heißt, es kommen nochmal weitere Fahrzeuge rein, auch in anderen Farben. Kommen Sie da gerne auf uns zu. Das exakte Fahrzeug ist leider verkauft, wird jetzt heute spät Nachmittag bereits ausgeliefert. Farbe ist echt toll, glitzert richtig in der Sonne. Man sieht richtig schön den Metallic-Effekt. Ich finde auch den Kontrast schön mit den 17 Zoll Alufelgen, dieses Silber mit dem Blau, nochmal mit den Chromleisten, ist natürlich echt ein toller Kontrast. Hier natürlich auch nochmal super schön das blaue Auto vor unserem blauen Logo. Ist natürlich auch nochmal echt toll zu sehen. Auch hier haben wir natürlich die LED-Scheinwerfer mit dabei, das upgradete Lichtpaket für die optimale Sicht. Wie Sie sehen, vorne haben wir diesmal noch kein Kennzeichen angebracht. Unser Kunde kriegt ein kurzes Kennzeichen. Wir wollten natürlich keine Löcher in die wunderschöne Stoßstange bohren, dass man die dann nachher sieht. So wird das Kennzeichen geklebt und wir haben einfach den optimalen, super schönen, cleanen Look. Wenn wir jetzt schon auf der Seite sind, steigen wir einfach mal auf der Beifahrerseite hinten ein. Auch hier haben wir natürlich wieder die Alcantara-Sitze mit Isofix, ist ja ein Familienkombi, optimal für längere Strecken. Beinfreiheit, der Sitz ist jetzt komplett hinten, damit wir eben besser filmen konnten vom Beifahrersitz aus. Wenn wir den jetzt auf eine normale Sitzposition stellen, ist hier reichlich Beinfreiheit. Ich kann mich einfach einmal reinsetzen, damit Sie sehen, wie gesagt, ich bin 1,86, Kopffreiheit ist super. Wenn man den Sitz jetzt halt ein Stück weit nach vorne macht, ist auch die Beinfreiheit top. Wie gesagt, der ist jetzt ganz hinten für die bessere Filmposition. Wie wir es aus dem Tiguan kennen, mehrere Verstaumöglichkeiten. Hier oben für kleine Sachen, unten Laptop, Tablet, was auch immer. Natürlich haben Sie hier auch die Möglichkeit, Halter anzubringen für das iPad, für Ihre Kinder auf längeren Reisen, dass die einen entspannten Film gucken können. Wir haben hinten nochmal eine Klimaanlage bzw. die dritte Zone und auch nochmal zwei USB-C-Ports, sodass das iPad auf längeren Fahrten auch nicht leer geht. Dann, wenn wir weiter hinten rumgehen, gucken wir uns erstmal das neue Heck an. Wurde ja kontrovers diskutiert, ob es gefällt oder nicht. Mir gefällt es mittlerweile echt richtig gut, vor allem in dem Blau mit dem Chrom. Der Kontrast ist einfach schön, es glänzt. Wie gesagt, mir gefällt es gut. Wunderschöner großer Kofferraum, wenn wir die Klappe öffnen. Wir haben hier bei dem Fahrzeug den doppelten Laderaumboden mit dabei. Das heißt, wir können in der Höhe variieren. Unten nochmal, weil wir hier kein platzsparendes Reserverad haben, viel, viel Ablage- und Staufächer. Tire-Kit ist natürlich im Preis mit drin, werden wir noch reinlegen. Wir haben hier auch wieder die bekannte Funktion des schnellen Umklappens für die Rücksitze. Einmal ziehen, klappt das weg. Kofferraumabdeckung ist hier mit dabei. Wir haben verschiedene Höhen oder Tiefen. Wir können einmal ganz schließen, einmal halb schließen. Lässt sich natürlich auch rausnehmen, wenn ich die Rücksitzbank umklappe, dass ich eine Waschmaschine, einen Kühlschrank, alles, was ich transportieren will, da mit reinlegen kann. Hier, wie gesagt, die halbe Höhe kann man natürlich auch ganz verschließen. Ja, das erstmal soweit von außen. Anhängerkupplung bei diesem Fahrzeug nicht mit verbaut, ist natürlich nachrüstbar oder direkt bei uns bestellbar mit schwenkbarer Kupplung, gar kein Problem. Nochmal so ein kleines Highlight, Roundup zum Schluss. Wir haben hier wunderschöne Atlantikblau Metallic Farbe
mit dem echt starken Metallic-Effekt. 17 Zoll Alufelgen in Silber, gibt natürlich auch andere Felgen, gar kein Thema. Alcantara-Sitze, elektrischer Fahrersitz inklusive Memory. Wir haben hier alle Assistenten, den Totwinkelassistent, den Auspackassistent, Spurhalteassistent, Abstandstempomat und den Notbremsassistenten. Digitales Cockpit ist mit dabei und das große Infotainment-System mit Navigation. LED-Scheinwerfer, Style-Ausstattung, das ist noch ganz wichtig zu erwähnen. Quasi die beste Ausstattung beim Golf 8 Kombi, die es so gibt, abgesehen vom Airline, der noch mal ein bisschen sportlicher aussieht. Und ja, wie gesagt, das autospezifische Fahrzeug wird heute ausgeliefert. Wir bekommen aber noch mal Fahrzeuge rein. Wenn da Interesse besteht, kontaktieren Sie uns gerne per WhatsApp, per E-Mail, per Instagram oder ganz klassisch per Telefon. Videoberatung auch nach Corona nach wie vor bei uns im Haus möglich. Rufen Sie uns gerne an per WhatsApp-Call, per FaceTime, per Zoom. Das ist gar kein Thema. Ich hoffe, Ihnen hat das Video soweit gefallen. Falls da noch Fragen offen sind, wie gesagt, gerne immer in die Kommentare damit. Anmerkungen, Feedback, Wünsche für ein nächstes Video, Wünsche für ein Vergleichsvideo, alles gerne in die Kommentare. Wir sind da offen für Feedback und wollen das natürlich auch umsetzen. Soweit erstmal von mir. Ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen. Ich wünsche noch einen schönen Abend, schönen Tag, schönes Wochenende, je nachdem, wann Sie sich das Video anschauen. Ich bin erstmal raus und freue mich, Sie auch nächste Woche wieder bei Schaeffler Automobile begrüßen zu dürfen. Bis dahin, ciao.